Hallo Leute, hier ist gerade ein bisschen laut bei Amnesia in der Machine for Pigs, wo wir im letzten Part ja tatsächlich dieses Wasser jetzt komplett ablassen konnten. Wir haben es geschafft. Und jetzt besteht uns nur noch der, wie er im letzten Part schon sagte oder sich aufgeschrieben hat, notiert, wie auch immer, steht uns ja jetzt wohl nur noch der letzte Abstieg bevor und die Kinder dann eventuell tatsächlich endlich wieder in unseren Arm zu schließen zu dürfen. Weiß es halt nur nicht, wo wir jetzt überhaupt hin sollen. Müssen wir wieder runter? Wahrscheinlich, oder? Da hinten ging ja jetzt so gar nicht weiter. Ich weiß es nicht. Okay, ja, hier sind ja wieder diese Kreaturen gewesen. Weiß ich nicht, müssen wir tatsächlich wieder zurück? Das kann ich mir ja bald gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Moment mal, hier waren wir doch noch gar nicht. Oder doch? Nee. Hier scheint's tatsächlich weiter zu gehen. Ah, hier ist wieder so eine Kammer. Okay, da kennen wir. Erstmal holen wir Strom. Dann hier bitte einmal den Druck runter. Damit sich die Tür schließt, dann einmal bitte auf. Und genau, jetzt geht hier der Druck hoch. Jetzt einmal bitte hier drehen. Oh mein Gott, wir kommen in einen völlig neuen Bereich. Wie ich eben schon sagte, der letzte Abstieg. Ich persönlich bin jetzt auch froh, dass das hier mal wieder ein bisschen ruhiger ist gerade, dass ich mich jetzt wieder vernünftig mit euch hier unterhalten kann. ja, herzlich willkommen nochmal zurück hier bei Amnesia. Und ich hoffe doch mal, dass wir jetzt tatsächlich die Kinder hier irgendwo finden werden. Hauptsystemzugang. Okay, wir gehen rein. Die tanzenden Kinder. Stuben sind steil und die Sonne brennt ins Gesicht, wenn sie nach. Nur von Liebe. Tja, wer weiß das schon so genau? Okay, jetzt ist es auch wieder ein bisschen krasser gerade, ehrlich gesagt. Also sollte das jetzt hier tatsächlich der letzte Bereich sein von diesem Spiel jetzt an sich, meine ich. Dann denke ich doch mal, dass das hier nochmal richtig krass zur Sache gehen wird. Jetzt. Okay, hier haben wir nochmal eine Notiz. 15. März. Und da sehen wir auch schon wieder, dass wir wiederum viel weiter nach vorne gehen, ne? Mit der Zeit jetzt. Aha, diese kleinen oder winzigen zerschmetterten Schädel. Oh mein Gott, der hat da Kinderleichen vergraben wahrscheinlich. Alter, ist das krank. Und ich frage mich tatsächlich, ob es damals wirklich irgendwie so eine Zustände gab. Und schon wieder ein Eintrag. Meine Güte, das reißt doch nicht ab hier, ne? Und wir haben schon ein ganzes Teil gesammelt jetzt. Guckt mal. Wir haben schon drei Seiten voll. Das Herz der Maschine.
Ja, wie gesagt, ne? Das haben wir alles jetzt auch beseitigt. Überschwemmung ist weg. Und jetzt kommen wir euch holen, meine geliebten Jungs. Alter, jetzt ist das ja, was ist das hier für ein schmaler Gang jetzt hier nochmal? Stopp! Meine Zutritte, aha. Und autorisiertes Personal, die Verwaltung. Okay, da geht's lang und da geht's lang. Warte mal. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Okay, wir müssen also hier weiter runter. Alan Kane fell to London, and you set me upon a mantelpiece, and then you went into the house and gathered the servants, and reset you and I on recrafting them, and then you went into the garden and buried those tiny shattered skulls alone. Ja, das haben wir eben schon gelesen, was er uns jetzt eben nochmal gesagt hatte. Richtig kranke Scheiße, ganz ehrlich. Alter, wie weit... Oh. Alter, wie riesig ist das denn? For your children, Magnus, to spare them the world you have created. For us all. Für uns alle. Ja, haben wir eben schon gelesen. Die Verwaltung. Alter, was ist das denn hier? Okay, fahren wir mal nach unten. Was nun? Tja, das frage ich mich auch gerade, Alter, Leute. Ich habe gerade voll die Gänsehaut bekommen. Aha. Da kann man ein bisschen schauen. Und das ist diese riesige Maschine, wovon er oder wovon er die ganze Zeit immer so gesprochen hat. Wie krass, Alter. Okay, da unten war auch noch eine Tür, ne? Gehen wir erstmal da unten rein, oder? Da können wir jetzt vielleicht auch noch was machen irgendwie. Nee, ne? Nee, können wir nicht. Da unten ist eine Tür. Ich weiß nicht, ob er da tatsächlich weitergeht oder. Was steht denn da? Hallo? Na? Na? Hatten wir doch eben. Wir hatten das. Wir hatten es doch eben. Hallo? Nein, einmal bitte. Ey. Brennstab. Ah, Brennstab, Kontrollraum. Zeig mal. Wir haben jetzt hier tatsächlich sogar ein bisschen Licht. Was müssen wir denn hier jetzt noch wieder... Boah, da habe ich mich gerade von dem scheiß Ventilator erschrocken. Junge, Junge, Junge. Ach du... Nee. Nicht irgendwas hier mit 100 Hebel. Das ist ja gar nichts für mich. Ich gehe doch weiter? Okay, Leute, wisst ihr was? Wir gehen doch erst nach oben, glaube ich. Aber wir können uns ja das hier vorher mal anhören. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition? Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane.
Aha, okay. Ich weiß nicht, sehr vielversprechend dann hier schon wieder alles. Okay, und wir müssen hier wahrscheinlich irgendwelche Brennstäbe einsetzen. Aber wie gesagt, jetzt möchte ich doch erstmal nochmal ganz gerne da oben gucken. Weil ich bin der Meinung, da ging es auch noch rein. Oder nicht? Doch, da ist offen. Da ist offen. Da ist offen. Super. I tried. I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All to save them. Also, ob du sie damit tatsächlich rettest und wie meint er damit überhaupt, wenn er die verbrennt? Ob er damit die rettet? Ja, keine Ahnung. Wer damit überhaupt gemeint ist? Wahrscheinlich die. Ja, die Schweine oder, wenn man so will, eigentlich die Kinder, ne? Können wir hier gar nicht machen jetzt, oder? Doch, wir haben hier Hebel. Ah. Das funktioniert noch gar nicht. Hier hätten wir nochmal ein Rädchen, da können wir aber nicht dran drehen. Okay, wir müssen anscheinend doch tatsächlich erst nach unten und das mit die komischen Brennstäbe machen. Wusste ich jetzt natürlich nicht. Darum wollte ich erst hier mal schauen. Aber das ist ja jetzt nicht so weit gewesen. Wir sind ja schon wieder da. Wir sind ja schon wieder da. Und hier ging es jetzt aber weiter. Und zwar nach unten. Schon wieder mal. Ist ja was ganz Neues. Und es geht wieder weit. Oh, nee, ey. Komm, jetzt hör doch mal langsam auf hier, oder was? Reicht das jetzt nicht bald? Wie tief man das hier alles bauen kann, ja? Also. Hut ab. Ganz ehrlich. Verbindung X. Höchst entzündlich. Höchst ätzend. Höchst giftig. Das sind diese Brennstäbe? Was muss ich. Ach, die müssen wahrscheinlich alle hier rein, oder? Deckel auf. Und jetzt? Kann ich die denn jetzt wahrscheinlich irgendwie da auch noch reinlassen, hier die jetzt hier oben noch sind, oder? Ein paar sind ja schon drinne. 5 an der Zahl. Also es sieht ja ganz danach aus, ne? Dann gehen wir mal wieder nach oben. Ich vermute mal, dafür sind nämlich diese ganzen kleinen Hebel da gewesen. Das waren ja jetzt hier 9 Stück. 9 so eine Brennstäbe. Und wenn mir das jetzt nicht komplett täuscht, dann waren da oben auch 9 Hebel dafür, oder? Ich glaube ja. Ja, es sind tatsächlich 9. Schade, jetzt hätte mir natürlich merken müssen, welcher rein muss, ne? Ach, natürlich, die brennt schon. Nein. Den einmal bitte. Der geht gar nicht. Doch jetzt muss ich nach und nach machen, oder? Okay, ja, im Prinzip, die müssen eigentlich alle nur nach links. Naja, die senken sich ja jetzt alle. Okay, dann machen wir den noch. Was geschieht jetzt? Oh, da oben ist wieder unser Freund, der Ziegenbock. Steht ja noch was. System nicht an Netz. Manuell. Aha, Neustart. Ja, ach, das haben wir jetzt wahrscheinlich gemacht, oder? Boah, und jetzt werden wir wahrscheinlich die Hebel da betätigen können, oder? Zündsteuerung. Jetzt muss ich die Zündsteuerung finden. Maschine wieder anlassen. Aha. Aha. Ich komme, meine Lieblinge. Ich habe euch schon fast gerettet. Und
Tja, aber auch nur fast. Aber ich hoffe doch ganz stark, da bin Nein! Na, warum ist denn jetzt bloß der Eni-Himmel grün? Reicht das schon? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich jetzt überhaupt gemacht habe. Oh. Now, Mandus, set them free. Set them all free. Wie befrei sie alle? Warte mal, jetzt geht der andere Hebel oder was? Ach, du großer Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob das optional ist, also dass ich hier zwei. Dings gibt. Böset und ein gutes Ende. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wenn dem so sein sollte, dann werde ich das. Hä? Nee, komm doch hier jetzt gar nicht weiter. Ich muss das machen, oder wie? Eigentlich bleibt mir gar keine Wahl, ne? Ich muss den Hebel jetzt auch noch. Ach, die. Oder warte mal, geht's jetzt hier hoch? Eben nicht. Ich muss das ja jetzt sogar machen, oder weil. Okay. I live. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption! Where are my children? You promised me my children! My time is come, Morphling! Morphling! Boys. Boys. I'm sorry. I'm so sorry. Alles war nur eine Falle wahrscheinlich. Er hat uns aufs Kreuz gelegt, wie man so gern sagt. Oder so schön sagt. Dreck, ja. Oh mein Gott, na, ich hab mir das ja auch schon irgendwie halb gedacht, dass das irgendwie. Da das nie was werden wird, da wir die niemals wiedersehen werden. Oder geht, ach, es geht noch weiter. Okay. Damit hätte ich jetzt. Tatsächlich. Emerging. I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. Tja, mehr bleibt ihm ja jetzt wohl leider nicht mehr, außer der Stein in seiner Tasche, und da er seinen Jungs noch einen Abschiedskuss gegeben hat. Okay, es geht nur hier weiter, wie es aussieht. Boah, ich hoffe nur ganz stark, dass jetzt hier gar nicht mehr großartig passiert. Thank you.
Ja. Das ist eine Frage, ne? Die letzten beiden Sätze, das ist schon, wie recht er doch hat, ne? Und ich denke mir auch, dass der Tod dann besser sein würde als ein Leben als Monster. Druckregler. Und ein neuer Eintrag. Betrug. Ja, genau. Das ist nämlich das, was ich mir schon meinte. Es ist also getan. Ich selbst war der Saboteur, genau. Das habe ich mir jetzt nämlich eben auch schon so gedacht. Ja, genau. Stimme am Telefon war seine. Regeln. Schauen wir hier noch. Dampfabzug bei zu niedrigem Druck. Where are they? Huh? Where are they, Joe? Why do you ask, Landis? You know the answer well enough. Du kennst die Antwort gut genug. Oh, wir sind wieder höher gekommen. Automatischer Druckregler, Abschaltung. Tja. Okay, wir wissen, was das heißt, Leute. Wenn wir das jetzt hier abschalten, dann haben wir nicht viel Zeit, um hier zu verschwinden eigentlich im Prinzip. Und ich denke mal, das werden wir sowieso nicht packen. Warum hängt jetzt hier noch so ein Schloss vor? Tja, hier ist überall ein Schloss vor. Kann doch denn jetzt hier gar nichts machen, oder doch? Hier ist überall ein Schloss vor. Hier eine Scheibe. Warte mal, haben wir hier irgendwas, um die einzuschlagen? Liegt hier vielleicht irgendwas? Irgendwo ein kleiner Stein oder sowas? Nee, da ging's bloß hoch. Okay, Moment, wir schauen uns hier nochmal erst ganz genau um. Nicht, was ich jetzt hier unten machen könnte. Das ist alles aktiv. Werk funktioniert einwandfrei. Wir müssen doch dann aber irgendwo das Druck abstellen können wir nicht. Trotzdem, das muss doch auch per Hand gehen. Ist ja sogar extra so eine Kurbel, aber ich kann ja hier gar nichts machen. Er zeigt mir ja nicht mal irgendwie die Hand an. Hm. Das ist gerade ein bisschen verwirrend, ne? Wir müssen denn ja doch irgendwo bestimmt irgendwie was finden hier zum dagegen werfen oder nicht. Ah, Moment mal. Ein Eintrag. Dampfabzug. Aha.
Ja, es sei denn, ich kann nicht irgendwie abschalten. Ja, das ist mir schon klar. Bloß wie? Wenn ich dann irgendwo rankomme an diese Schalter und Hebel. Ich kann ja hier nichts machen. Weil ich die Umwelt sehe, da bloß wieder nicht. Eigentlich nicht, ne? Also ich sehe jetzt hier tatsächlich nichts. Halt! Ach, hier ist so eine Sicherung drinne. Okay, da war Nummer 1. Da war Nummer 2. Und jetzt können wir den hier ziehen. Der Druck ist aus. Komm. Renn. Renn so schnell du kannst. Wir müssen hier raus. Holy bastard! Die werden. Willita, die. Hört them. A cleansing fire always burns, little Mandus, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me! Bist du dir da sicher, dass du das nicht bist? Ah, okay, komm hier aber lang. Jetzt ist das Bild die ganze Zeit total verschwommen. Und ich kann jetzt auch nicht mehr die Laterne benutzen. Alter, das hat krass gerade. Dadurch sieht man ja echt fast gar nichts. Ich kann nicht mehr die Laterne nehmen. Was ist das denn hier? Ach Gott, überall wieder Schweine. Masken. Dezember. Ja, Leute, und ich würde sagen, damit werden wir diesen Part auch erstmal wieder beenden. Der geht jetzt auch schon wieder eine ganze Weile, glaube ich. Ist mal wieder ein Ticken länger. Mache ich auch mal ganz gerne für euch hier so zwischendurch. Kein Problem damit. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das euch mal wieder ein bisschen gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es doch mal ganz gerne wieder mit Daumen nach oben. Ich würde mich freuen darüber. Und worüber ich mich noch viel mehr freuen würde, ist, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Von daher sage ich erstmal wieder bis dann und ciao.